Was haben wir denn hier heute? Also ich sehe, wir haben eigentlich eine H0-Anlage und was steht denn jetzt hier? Also es ist ja kein H0, das ist kein 0,0, ist Dann ist es die Null. die Spur 0. Sehr schön. Dachte ich schmuggel in deine H0-Sendung Ja. mal was anderes rein. Also wir haben ja immer nur H0. Ja, jetzt Ja, heute mal Spur genau. 0, das freut mich. Zahlreiche Beschwerden, dass es immer nur H0 ist. Heute machen wir was anderes. Das ist eine Dapol-Spur 0-Lokomotive. Zur kurzen Erklärung: Spur 0 ist in England im Prinzip genau das gleiche wie bei uns. Bei uns ist es 1 zu 43 oder 45 im Maßstab und in England ist es 43,5. Passt also perfekt. Und fährt auf den gleichen Gleisen, die du von Spur 0 kennst, und fährt mit dem gleichen 12-Volt-Strom bzw. Digitaltechnik. Also alles voll kompatibel. Also fährt auf den Lenzgleisen. Gar kein Problem. Lenz, Peco, was immer du zu Hause hast, Und kann darauf auch kannst du jedes es fahren. andere Digitalsystem benutzen, Spielt DCC. überhaupt keine Rolle. Wir haben analoge Versionen, die haben eine 21-polige Schnittstelle bei Dapol im Normalfall. Und wir haben Digital-Sound-Versionen, da ist ein CIMO-Decoder drin. Und mit jeder Steuerung, die du zu Hause hast, kannst du das verwenden. Ja, wir haben jetzt hier zum Beispiel die. Wir haben jetzt hier eine Ja. Trix-Märklin Mobile Station, die im Prinzip alles kann. Wir haben auch vorhin schon festgestellt, in dem Fall hat der Decoder sogar MFX, den CIMO da reingebaut hat. Also einfach zu handhaben. Ja, schön. Ich würde mal vorschlagen, du zeigst uns doch mal das ein oder andere, die ein oder andere Soundfunktion. Wir schmeißen das Ding mal an. Gucken, ob wir alles im Griff haben hier. Das ist quasi schon die erste Soundfunktion. Das nennen die Fade in, Fade out, also leiser, lauter werden. Der Hintergrund ist, England hat viel Clubs und viel Ausstellung. Und die Idee ist, wenn die Lok dann aus so einem Modul rausfährt oder reinfährt, kannst du so tun, als ob sie irgendwo im Nirvana Ja. verschwindet und dann eben langsam leise, langsam laut machen. So. Wie so eine Eröffnung quasi, ne? Genau. Und dann haben wir den normalen Fahrsound. Spezialität ist zum Beispiel, das hört man jetzt hier sehr schlecht über das Mikro, aber man könnte so tun, als ob die Lok einen schweren oder leichten Zug zieht. Das Geräusch wird dann ein bisschen anders. Und dann gibt es natürlich zahlreiche Töne. Du Und die hast. sind auch dokumentiert auf der Anleitung. Aber klar, du kriegst ein Anleitungsblatt dazu, da hast du dann die Auflistung, was alles kann, auch die Standard-CV-Werte, wenn du das lauter machen möchtest, leiser machen möchtest, verändern möchtest. Und wo du eben drücken musst. Dauergeräusch oder kurzes Geräusch wie so ein Pfiff. Und die Lok ist auch so, wie sie ist, kommt aus der Packung, bedeutet keine Zurüstteile Ganz anbringen. genau. Das, was du hier siehst, habe ich so aus der Schachtel genommen Ja. und alles ist dann entsprechend so dran. Vielleicht kurz zum Modell. Das ist Ja. eine, die Lok nennt sich eine Terrier, ist eine A1-Lokomotive. Terrier heißt sie, weil sie ein bellendes Fahrgeräusch hat. Okay, ein bisschen Vorstellungskraft gehört dazu. Der Sound wurde übrigens bei einer noch original existierenden Museumslokomotive aufgenommen. Das heißt, das ist komplett authentisch. Die Loks wurden gebaut für kleinen Verkehr in London. Also die London, Brighton and South Coast Railway hat diese Loks in Betrieb genommen. Und davon gibt es tatsächlich heute noch 10 Fahrende in England im Museumsbetrieb. Also ein hoch erfolgreiches Lokmodell. Kannst sie also so, wie sie ist, auch noch auf eine aktuelle Anlage setzen. Und die gibt es aktuell in mehreren Versionen. Ich sehe jetzt hier zwei, die sind ja eigentlich gleich oder gibt es einen Unterschied zwischen den beiden Ja, Varianten? in dem Fall ist der Unterschied der Name. Englische Loks haben oft einen Namen. Vorname Stepney, das ist somit die berühmteste von diesen Terrier-Lokomotiven. Und hier haben wir Wapping. Ich halte die mal, dass man das Ganze auch mal ein bisschen sieht. Da ist der Schriftzug anders oder auch ein Logo? Du hast den Schriftzug in diesem Fall anders und du hast hier die passende Nummer. Zum Beispiel ist Stepney die Nummer 55, während Wapping die Ah, ich 71 sehe ist. es, ja. Ansonsten sind die beiden sehr ähnlich. Also du hörtest quasi zweimal die Lok, wenn du diese Bahnlinie explizit nachstellen möchtest. Ich habe aber auch noch mehr Varianten. Aber ich erzähle jetzt mal die Artikelnummer, die interessiert ja doch mal den Richtig. einen oder anderen. Und zwar bei Dapol ist das so, die 7 ist immer, steht immer für Spur 0. Genau. Das hat Warum die was 7, mit weißt du was? 7 Inch to the Foot zu tun. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. 0,0 ist zum Beispiel 4 Inch to the Foot. Ah, siehst du, das Und hast du mich das auch mal aufgeklärt. Ich dachte immer, das hat irgendeine, das ist einfach so historisch gewachsen. hab ich auch gedacht, aber man lässt sich ja alles erklären. Also die Stepney, das ist die, die hier vorne steht. Die analoge Variante ist die 7S 010 020. Kostet 229,99 €, was ja auch für eine Spur 0 Dampflok auch extremst günstig Echt ist. günstig ist. Und jetzt der Preis für die Soundvariante, das ist die gleiche Artikelnummer 7S 010 020S und kostet
399,99 € mit Sound digital. Die Wapping-Variante ist die 7S010021, der gleiche Preis natürlich, und die Sound-Variante auch da wieder die 021S. Da kommen wir schon zu dem ersten, und zwar, der Dennis hat eine Frage, und wenn der Dennis den Fingerzeig macht, dann muss ich ganz schnell zum Dennis, sonst haben wir oft ein Problem. Kommst ganz schnell rüber. Im Chat ist schon einiges los, also ja, sind Wahnsinn. Alle begeistert, super, dass auch noch was für Spur-Null-Bahner dabei ist. Ja, da haben wir ein paar Wünsche, haben wir ja immer wieder reingekriegt, und genau, jetzt zeigen wir doch auch mal. Ja, es kamen Fragen auf, ob auch ein Rauchgenerator verbaut ist, beziehungsweise ein Dampfgenerator, und ob die auch Beleuchtung hat, die Lok. Rauchgenerator. Aber die eine Frage ist, also der Rauchgenerator. Der Rauchgenerator, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir müssen uns mal schlau machen. Es ist in der Ursprungskonstruktion nicht vorgesehen gewesen, ob man das hinbekommt. Ja, da fragen wir mal einen unserer vier Techniker. Würde ich sagen, das ist eine gute Frage per E-Mail an unsere Technik. Ein bisschen Ärger, glaube ich, wenn wir die wieder. Aber das kriegen wir schon hin. Und Beleuchtung ist eine ganz einfache Angelegenheit. Beleuchtung ist eine ganz einfache Angelegenheit. Englische Lokomotiven sind nicht beleuchtet, also nicht per se, sondern man hat hier vorne solche kleinen Zapfen, auf die dann fallweise Laternen aufgesteckt wurden. Und dann gibt es so Laternenspiele, also Lampe oben, Lampe rechts ist Nachtfahrt, Lampe oben, Lampe links ist Tagfahrt, eine Lampe oben ist eine Leerfahrt und so weiter und so fort. Okay, sehr gut. Das haben wir auch schon mal bei einer England-Sendung beantwortet. Ja. Aber ich finde es immer wieder spannend. Das ist ja auch bei uns auf Messen so. Wir kriegen immer wieder die Frage nach der Beleuchtung bei englischen Dampfloks. Genau. Dann also von daher völlig gerechtfertigt. Noch eine Frage rein, was für Wagen dafür, also für Anhänger dafür empfohlen werden. Das ist eigentlich egal. Das ist Geschmackssache. Also diese Lokomotive hat alles gezogen. Sie wurde ursprünglich konzipiert für kleine Personen- und Güterzüge. Wir haben ein Modell im Sortiment, das nennt sich Autocoach. Das ist ein ziemlich langer Personenwagen, der vorne einen Führerstand hat, und mit dem kannst du dann einen Betrieb machen mit Führerstand, Wagen voraus und einer Lokomotive oder einen unserer zahlreichen Dapol-zweiachsigen Güterwagen, die da ganz hervorragend zu passen. Das war es an Fragen, Dennis, oder gibt es noch was Spezielles? Genau, das war es jetzt. Ach, super, okay, dann machen wir mal weiter im Fahrplan. Du hast ja jetzt noch andere, also das ist ja eine ganz andere Farbe. Ist das auch eine andere Epoche? Das ist auch eine andere Epoche. Was wir gerade gesehen haben, also hier hinten nochmal die Wapping, das ist die Ursprungsversion. Ab 1871 wurden die Lokomotiven gebaut. Das ist die Phase vor dem Ersten Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Bahnen neu gruppiert. Da gab es dann die Southern Railway, die LNEA und so weiter und so fort. Und das ist dann eine dieser Varianten, und diese Bahngesellschaften haben die Loks übernommen. Und in diesem Fall ist es eine Southern. Mhm. Richtig detailreich zu sein, das ist dann auch diese Lokomotive, nannte man A1, das ist eine A1X. Da wurden Neubauten vorgenommen, beziehungsweise Umbauten vorgenommen. Das kann man auch sehen, wenn man das mal hier vergleicht. Ich versuche das mal in die Kamera zu halten. Da sieht man, dass die grüne Lok mehr Leitungen hat obendrauf und mehr Anbauteile so ein bisschen. Und das ist dann quasi die neue rekonstruierte Version auf Basis dieser Lokomotive. Welche Kupplung ist werkseitig verbaut? Werkseitig ist immer eine komplett vorbildrichtige Hakenkupplung verbaut, mit einer kleinen Kette dran. Ich hoffe, man kann das halbwegs erkennen. Und die passenden Personenwagen, die du eben erwähnt hast? Die haben das auch. Jedes englische Modell hat so einen gefederten Haken und hat diese Kette. Einen gefederten Haken? Ja, ja, klar. Wir haben auch gefederte Puffer zum Beispiel. Mhm. Und der Haken, den kannst du jetzt rausziehen, dann würde der auch federn. Mhm. Und damit kannst du diese Lokomotiven bzw. die Anhänger kuppeln, indem du einfach den Haken drüber machst, und hast ein total tolles, vorbildgerechtes Aussehen bei der ganzen Geschichte. Wenn du das mit einer Lenzkupplung kuppeln möchtest, musst du ein bisschen bastlerisch tätig werden. Wir haben dazu aber einen Adapter im Sortiment, den man unter Paul findet. Wenn ihr Paul im Onlineshop sucht, dann findet ihr das. Und damit kann man sich mit so einem Bügel behelfen, dass man das mit einer Lenzkupplung kuppeln kann. Die Paul-Kupplung von Enditeil, ne? Richtig, genau. Ja, die wird wieder aufgelegt. Kommt so circa im Mai wieder ins Sortiment. Weil da ist immer nur, gerade bei uns im Webshop als England-Experten, eine sehr hohe Nachfrage. Aber die ist mal so, mal so. Also wir haben oftmals einen riesen Lagerbestand, der nicht weniger wird. Und auf einmal in zwei bis zwei zuschlagen, ja, genau. Und bei Enditeil dann auch oft nicht lieferbar. Okay. Weil es manchmal doch relativ lange dauert. Denn da einfach nochmal bei uns öfters mal im Webshop reinschauen und nach der Kupplung suchen. Oder für ein Newsletter abonnieren. So sieht's aus. Ja.
Eine weitere habe ich noch, dass wir noch kurz die Version alle sehen. Das sind unsere Neuheiten. Sieht das Ganze natürlich nicht so vorbildgerecht hier auf unserer H0-Anlage. Nicht, dass der Bernd mit uns schimpft, dass wir kriegen die da mega Ärger, genau. Aber eine Spur-0-Anlage haben wir auch noch nicht. Ja? Also das stimmt allerdings noch. Aber ja, wir arbeiten dran, hoffe ich. Ja, hast das du noch zwei Versionen? Einmal British Rail. Ich glaube, die Nummern hast du parat. Genau, das ist die 7S010018. Genau. Um da auch nochmal auf die andere Artikelnummer zu kommen von der Southern, die ist mit der Artikelnummer 019 verfügbar. Genau, jede Terrier bei uns im System, falls ihr auch andere euch angucken möchtet, ich glaube zwei, drei sind noch übrig, hat immer 7S-010 und dann die folgenden Nummern. Also es ist für jeden Loktyp oder beziehungsweise für jede Artikelgruppe gibt es immer. Ja, richtig. Die erste Zahl ist immer die Spurweite, mhm. der zweite Buchstabe Steam in dem Fall für Dampf. Und das, was danach kommt, ist dann eine bestimmte Lok und alles dahinter sind Varianten. Bedeutet also, wir sind inzwischen bei der 21. Darpol-Terrier. Und wir haben von den anderen nur noch zwei, bedeutet, sind recht attraktiv und beliebt. Ja. Wenn ich das so richtig sehe. Ich würde mal sagen, in Spur 0 unser beliebtestes Modell. Ja, kann man so unterschreiben. Definitiv.